Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Bioshock Infinite. Wir sind durch so eine Art Zeitparadoxon und durch einen ihrer Risse von Elisabeth in ein anderes Columbia gereist. Denn in unseres war Lei Shin, der uns mit Waffen versorgen sollte für den Widerstand, schon tot. In diesem ist er aber irgendwie verrückt und jetzt müssen wir seine Waffen von der Polizei herkriegen, die ihn im anderen schon zu Tode gefoltert hat. Der Controller vibriert wieder dauerhaft. Noch mehr Schaden für die Panzerfaust. Da ist so schon fast jeder Gegner One-Hit. Hier, für die Kasse. Eben war sie noch hinter mir. Hey, da ist dein Lockpick. Momentan habe ich viel zu viele davon. So, Shantytown. Wir müssen die Werkzeuge finden von Li Shen. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht klar, wo Armut ist. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Schlag zu, los! Drüben ist ein Riss. Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt. Da, der da! Geht klar. Okay, so kann ich auch noch was Gutes tun. Ich verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Und das?
konnte mich gerade nicht bewegen. Da ist die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Wir haben ihn zertreten wie eine Laus und haben uns seine Geräte geholt. Macht euch klar, Soldaten. Die Vox und Waffen sind wie Feuer und Schießpulver. Ein Funke. Jetzt eindringen! Alter, das war knapp. Tja, Fitzroy. Gerissen sind sie. Das muss man ihnen lassen. Ich habe hier oben ein paar Bärenfallen entlang der Skylines aufgestellt. Mehrere gleich. Ich sollte einen von ihren Kurieren bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer-Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Muss dem ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens säulen würde. Ist da irgendwas, was ich angreifen kann? Jetzt habe ich was getroffen. Na dann. In Ordnung. Ganz vergessen, dass die auch diese Greifer benutzen. Dankeschön. Mehr habe ich nicht. Wo denn? Öffne ihn. Fertig. Vor allem, was für ein Sprung. Da sind Salze.
Oben landen darf ich nicht, okay. Schade. Hatte gehofft, da noch Munition zu finden. Na gut. Kannst du das öffnen? Sieht einfach aus. Erledigt. Die Bullhaus-Verwahrstelle. Quasi eine Art Lagerhaus. Alle Türen stehen offen. Oh. So, eine Kinobox. 21 von 37 haben wir. Aber klar. Na dann? Fertig! Kann man die Tür nicht ganz aufmachen? Oh, es vibriert. Warum vibriert das so? Da geht's weiter. Dann schaue ich trotzdem noch mal hier lang. Ah, hier ist auch noch was. Ach, 38 von 80. Es gibt so viele Audiologs. Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgen gebeten. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Und wie eine Närrin. Alter, was ist das alles? Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Sofern sie auch wirklich die Revolution anstrebt. Und nicht irgendwelche eigenen Machenschaften im Sinn hat. The founders will bleed. Ja, du stehst im Weg. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht gedacht. Müssen wir ja auch nicht. Sie
kann ja einfach einen Riss aufmachen, wahrscheinlich. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Booker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Mach. Computer sagt ja. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Aber ist die Frage, ob das dann auch noch als unsere Tat erklärt wird. Sagen Sie Bomb? Erledigt. Ziehen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden. Perfekt. Panzerfaust. Aber ich habe gerade so viel Munition. Ach komm. Bomb. Es gibt einen Job. Eine prächtige Truhe. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. An den Barkeeper. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Die steht echt oft im Weg. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Sie würde auch nach Paris. Ich bin auf die Falschen geschossen. Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß nicht. Ich führte die Vox. Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich
Hab zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. So, ich würde sagen, das ist mal ein guter Zeitpunkt für eine kleine Pause.